Jo Leute, herzlich willkommen zu neuen Let's Play. Und zwar Pokémon Feuerrot. Ja, mein neues Let's Play. Und bevor wir mal dieses Let's Play richtig beginnen, möchte ich nur kurz was sagen. Und zwar, viele von euch kennen sicher mein Super Mario Bros. X Let's Play. Tja, mit diesem Let's Play kann ich leider nicht mehr weitermachen. Ihr fragt euch warum? Weil ich habe vergessen, den Spielstand auf dem USB-Stick oder auf OneDrive zu speichern, bevor mein alter PC kaputt war. Tja, also musste ich leider mit Let's Play aufhören. Aber dafür mache ich mal ein neues Let's Play, und zwar Pokémon Feuerrot. Und ich hoffe, euch gefällt mal dieses Overlay. Ich werde auch das Overlay vom Pokémons Markt ändern, weil ich muss es auch mal so verbessern. Aber gut, ich hoffe, ihr versteht das und wir fangen jetzt mit dem Let's Play an. Los geht's! Die Knöpfe und Tasten werden ihre Wichtigkeit nach erklärt. Bewegt Protagonisten wird auch bei der Auswahl der Datenüberschrift verwendet. Bestätigt Auswahl, überprüft Dinge, Dialoge, Scrolltexte. Also das erste waren halt so, hier, dass man oben links, unten und rechts läuft. Der A-Knopf, ja, da steht's schon. Der B-Knopf, beendet eine Aktion, widerruft eine Auswahl. So. Start, drücke Start, um das Menü aufzurufen. Select, Items bewegen und Select zuwiesene Items benutzen. L und R, brauchst du Hilfe beim Spielen oder wie du etwas anstellen sollst, drücke die L bzw. die R-Taste. Okay. Die Welt, in die du dich jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, indem du ein Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Okay, starten wir dieses epische Abenteuer. Oh yeah. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Dies ist die Welt. Also diese Welt wird vom Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Wie rührst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich bin ein Junge. Wie lautet dein Name? Mein Name lautet, so wie ich es im Pokémon Smart Let's Play mache, Daniel. Ich nenne mich jetzt so, weil das ist mein echter Name. Genau, dein Name ist also Daniel. Ja? Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Also wir können entweder selber einen Namen geben oder hier einen Namen aussuchen. Also, ja, so wir können ihn Grün nennen, wir können ihn Gary nennen, wir können ihn Hugo nennen, wir können Michael nennen. Wir können einen anderen Namen eingeben. Zum Beispiel, was viele andere machen, so einen dummen Namen, wie zum Beispiel Trottel oder Arsch. Aber wir sind jetzt mal ehrlich und geben mir jetzt mal einen richtigen Namen, statt ihn einfach so dumm zu nennen. Wir nennen einfach mal Gary. Ah, war es Gary? Ja. Gary, come home. Okay.
Gary, stimmt's? Es lag mir auf der Zunge. Daniel, eine unglaubliche Reise in der Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh yeah. Wow, schon 5 Minuten vergangen. Ich würde mal sagen, wir schalten mal den PC ein. Und holen uns mal ein Item. Einen Trank. Weil, wer weiß, vielleicht brauchen wir den jetzt am Anfang. Und ja. Oh, eine Konsole. Daniel spielt NES. Okay, die Reise kann beginnen. Super. Jetzt kann die Reise mal beginnen. Oh, steht da. Eine Nachricht. Wenn du nicht weiter weißt, rufe das Hilfemenü durch der L- oder R-Taste auf. Okay. Dieses Hilfemenü kenne ich schon. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eichhornemann hat dir gefragt. Hat nach dir gefragt. Super. Drücke Start, um das Menü auszurufen. Schilder sind hilfreich, nicht? Ja, die können helfen. Ich kenne mich zwar schon gut aus, aber für meine Zuschauer lese ich das gerne. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja, das ist wirklich cool. Ja, ich gehe mal dahin. Warte! Geh nicht raus! Hoch! Ist Professor Eich! Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Oh yeah, wir folgen ihn. Und dann bekommen wir unser erstes Pokémon. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ihr sollt jetzt zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Daniel. Dort liegen 3 Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokebällen. In meine Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig. Aber ich gebe dir ein Sub. Wähle. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Gut, wir können uns jetzt ein Pokémon wählen. Super. Dann schauen wir nach. Ah, ein bisschen Samen soll es sein. Es wird leicht zu trainieren. Daniel, möchtest du also das Pflanzpokémon bisher Samen? Jetzt gerade noch nicht. Ah, Schicky soll es sein. Ist das Training wert? Daniel, du möchtest also das Wasser-Pokémon Schicky? Nein. Ah, Glumander soll es sein. Trainiere es geduldig. Daniel, möchtest du also das Feuer-Pokémon Glumander? So, ich denke mir noch nach. Und zwar, haben wir hier 3 Pokémon zur Verfügung. Also, wir können uns 3 Pokémon aussuchen, sagt man eigentlich. Und zwar Bisasam, Shiki und Glumanda. Ich finde Shiki okay. Ich finde aber Bisasam und Glumanda besser als Shiki. Bisasam ist von der 1. bis 4. Arena, hier im Vorteil, weil erste Arena sind Gesteinstypen und Bisasam ist Pflanztyp. Pflanztypen sind stark gegenüber Gesteintypen. Dann die zweite Arena werden halt Wassertypen sein. Bisasam ist auch stark gegen Wassertypen. Dritte Arena werden Elektrotypen sein.
Also man sagt jetzt nicht, dass Bisam stark gegen Elektrotypen ist, aber dafür sind Elektrotypen schwach gegen Pflanzentypen und das ist gut. Und bei der vierten Arena, da ist er durch seinen Gifttyp im Vorteil. Also Bisasam kann er nicht keine Giftattacken. Es kann nur so Giftpuder als Giftattacke. Und ja, vielleicht auch Säure später, aber sonst nichts. Aber dafür, sind die Pflanzen-Pokémon gegenüber Bisasam in riesigen Nachteil. Aber obwohl Glumanda in der ersten und zweiten Arena im Nachteil ist, wähle ich Glumanda. Weil Glumanda, ja, die Weiterentwicklung von Glumanda ist einfach wirklich stark. Also gut, die von Bisasam und Chiki auch, aber die von Glumanda finde ich am besten und deshalb wähle ich einfach das Feuer-Pokémon Glumanda. Glumanda. Möchtest du Glumanda einen Spitznamen geben? Ja? Ich werde es halt so machen wie in meinem Pokémon Smaragd Let's Play. Und zwar gebe ich dem Pokémon, den ich ins Team nehme, einen Spitznamen. Und den benenne ich nach meinen Abonnenten. Und die Pokémon, die ich nicht fange, aber jetzt mal, okay, die fange ich schon, aber die Pokémon, die ich nicht ins Team nehme, das wollte ich eigentlich sagen, die gebe ich keinen Spitznamen, weil solche Pokémon werde ich jetzt nur fangen, um Pokédex auszufüllen. Aber gut, dann benennen wir mal das Glumanda nach einem männlichen Abonnent. Ich muss noch kurz bei meiner Abonnentenliste gucken. Das dauert noch ein bisschen, weil ich muss zu meinem Kanal gehen. So. Und so. Jetzt sehe ich schon mal meine Abonnenten. Gut, dann schauen wir jetzt mal nach. Also ich habe hier so ein paar Abonnenten und ich suche mal aus Inemenemo und dran bist du. Ich benenne jetzt das Glumanda nach meinen Abonnenten Paddox. Oder man spricht es auch aus Paddox. Aber gut. Nehmen wir jetzt einfach mal Paddox. Paddox. Wo ist das X? Da ist es. So, Paddox. Ja. Also ich kenne Paddox schon lange, weil der hat so einen alten Kanal. Bei dem habe ich so seine Videos geschaut. Der Kanal wurde zwar gelöscht, aber hat noch einen neuen Kanal. Und sein neuer Kanal hat mich auch abonniert. Ich nehme dieses hier. Und Gary erhält Shiggy. Ja. Gut, dann sehen wir uns mal unser Glumanda an. Das Wesen ist pfiffig. So, die Initiative ist am höchsten, also es ist schnell. Aber die Verteidigung ist am niedrigsten, also es kann schon viel Schaden bekommen, aber dafür laufen die ganzen anderen Werte gut. Und es hat noch Kratzer, Heuler, ja, so wie jedes Starter-Pokémon es haben soll. Und ja, und falls ihr auch noch einen Pokémon, also falls ihr auch möchtet, dass ich ein Pokémon nach euch benenne, dann abonniert entweder meinen Kanal oder ihr fragt in den Kommentaren einfach, ob ich jetzt ein Pokémon nach euch benenne. Das könnt ihr auch machen. Auf jeden Fall gehe ich noch kurz zu den Einstellungen. Ich mache noch was einstellen. So, wir können hier so Rahmen auswählen.
nehme jetzt einfach das Rote, weil wir spielen ja Pokémon Feuerrot. Und ja. Warte, Daniel. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Okay. Eine Herausforderung von Rivale Gary. Shiggy wird von Rivale Gary in den Kampf geschickt. Los, Paddox. Ich spreche jetzt einfach Paddox aus, weil so nennt er aus sich selber. Oh, um Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Daniel, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihrem Pokémon gegeneinander kämpfen. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf 0 bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne. Okay. Setz mal Heule ein. Das Sinken der Statuswerte des Gegners verschafft dir einen Vorteil. So. Gut, dass ihr auch Heule gemacht habt, weil jetzt kann Paddox weniger Schaden bekommen, weil Paddox hat ja eine niedrige Verteidigung. Ich glaube, das reicht schon. Ich mache jetzt mal Kratzer. Weil er hat ja nur 2 Schaden kassiert. Dem Gegner Schaden zuzufügen, ist der Schlüssel zum Sieg. Ja. Oh, Runenschlag. Die Verteidigung sinkt. Heuler. Kratzer. Und wir kämpfen weiter. Ja, es war eine gute Idee, Heuler zu machen. Weil dadurch bekommt Paddox weniger Schaden und wow, ein Volltreffer. Das ist super, also Volltreffer. Das ist eine Glückssache. Sowas kommt selten vor. Und Shiggy wurde besiegt. Paddox erhält 70 Erfahrungspunkte. Und Paddox erreicht Level 6. Eigentlich soll es Paddox aussprechen, sorry. Spieler besiegt, Rivale Gary. Was? Unmöglich? Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Daniel gewinnt 80 Pokédollar. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Daniel, Opa, wir sehen uns später. Okay. Der erste Part lief schon mal super. Ich mache jetzt das Spiel, denn das war schon mal mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und nächstes Mal machen wir einfach weiter. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.